Er würde es aber so gerne werden. Engelbert Zaschka. Mit 14 hat er zu Hause in Freiburg Flugversuche am Schlossberg unternommen. Heute ist er 30 und meint es ernst. Die Kinder aus der Nachbarschaft bewundern den mutigen Erfinder, der bis tief in die Nacht in der Werkstatt an seinen Metallstreben, an Papiergestellen herumtüftelt. Sein Plan? Ein Hubschraubenflugzeug. Zaschka hat in diesem Prozess des Werdens eines funktionsfähigen Hubschraubers sicherlich eine gewisse Rolle gespielt, wie viele andere auch in England, in Russland, in Frankreich. Sie alle träumen von nach oben. Längst hat das Flugzeug als Transportmittel seinen Platz gefunden. Aber das hier ist was anderes. Das hier folgt keinem Nutzen. Das folgt einem Gefühl. Sie haben Engelbert letzten Endes, das hat er auch selber gesagt, für einen Fantasten gehalten. Also, dass er ein Fantast ist, jemand, der Flausen im Kopf hat, obwohl, wenn man zurückschaut, die Ideen haben sich alle verwirklicht. Und er hat am Ende für seinen Teil ein Puzzleteil geliefert. Engelbert Zaschka nutzt das Flugfeld in Tempelhof. Er bemisst Luftströme, grübelt über die Drehung des Rotors und seinen Rückstoß. Wieso kreiselt der Ahornsamen? Kurz nach 11, nahe Ochsenburg, Landkreis Heilbronn. Der Pilot hier kann die Pioniere gut verstehen. Ja, wahrscheinlich dieselbe Leidenschaft, denke ich. Bloß nicht mit den Möglichkeiten damals. Da war garantiert eine große Portion Pioniergeist dabei. Und ohne dem wäre das wahrscheinlich nicht gegangen, dass die Entwicklung so weit voranschreitet. Erfindertum, Ausdauer und einfach nur am Ball bleiben. Und das haben die damals geschafft. Sonst gäbe es die ganzen Gerätschaften nicht heutzutage. Sonst könnten Pilot Vlasak und sein Kollege mit dem Radlader nicht das tun, was für zwei Wochen ihre Mission ist. In dem Hängetrichter ist Kalk. Der Drehteller unten soll ihn in der Luft verteilen. Blöd nur, dass sich das Ding gerade verkeilt hat. Gunter Vlasak wartet, bis alles wieder startklar ist. Wichtig ist halt, dass der Kalk genau dorthin kommt, wo er hingehört, dass die Bahnen nebeneinander gesetzt werden und dass die Parameter vom Triebwerk und so weiter eingehalten werden. Weiter geht's. In der Arbeitsfliegerei ist keine Zeit zu verlieren. Der Magnesiumkalk muss auf die gesamte Waldfläche hinabrieseln, zum Schutz vor übersäuerten Waldböden. Regen und Wind bringen die Kalkpartikel schon bis auf die Erde. Das Spezialmanöver ist nicht ohne. Der schwere Trichter hängt etwa 15 Meter unter dem Heli. Man fliegt der Last hinterher, sodass man die Last dann immer senkrecht unter sich hat. Ja. Oder beim Kurvenflug, da hängt ja alles schief und da ist aber alles im Gleichgewicht und trotzdem geht's. Runde um Runde muss er Kalk nachladen. Das heißt, der schwere Trichter wird abgesetzt, der Heli schwebt drüber, bis alles ausgekippt ist und balanciert aufs Neue los. Das Flugverhalten, das spürt man auch so. Man hat ein Gefühl fürs Fliegen, das merkt man am allerwertesten. Und wenn man halt mit Schieben fliegt, sagen wir, dann ist das wirklich am Popo zu spüren. Es gibt dann den wenn er mal wegdriftet, dann bietet die Mechanik der Rotoren alle Kraftrichtungen an. Gunter Vlasak malt auf, wie er Gas gibt, indem er den Rotorkopf nach vorne neigt.
in Flugrichtung dann bewegt. Sagen. Ja. Früher die Handstaubsauger, die man hatte, wenn der Motor angestellt wurde, dann machte die ganze Maschine ja so einen ganz kurzen Ruck und das ist das Rückdrehmoment. Und es wird hier permanent produziert und wenn ich das nicht ausgleiche, dann dreht sich die ganze Maschine wie ein Brummkreisel um sich selbst an. Ja. Der Brummkreisel-Effekt. Genau der bereitet Engelbert Zaschka Kopfzerbrechen. 1926. Sein erstes Modell bietet eine Lösung an. Um die Gegendrehbewegung zu verhindern, spannt er einen zweiten Rotor über den Drehpunkt. Der ist kürzer, hat aber Gewichte. Die Zaschka-Idee hat noch einen Aspekt. Patent von 1927, in den USA patentiert. Der Zusatzrotor kann Leben retten. Wenn der Motor ausfällt, treiben die schweren Scheiben den Propeller im Gleitflugprinzip weiter. Doch er schafft nicht den Sprung in die Industrie. Dem Tüftler geht das Geld aus. Aber nicht die Fantasie. Da ist das Zaschka-Klapprad dann. Das Zaschka-Familienfahrrad. Familienfahrrad heißt, dass vom Kleinen bis zum Großen kann jeder damit fahren. Also man kann den Sattel entsprechend verstellen, den Lenker verstellen. Und jetzt der Knüller. Das Zaschka-Faltauto. Es ist das Jahr 1928. Als Chefkonstrukteur der Orion-Werke verdient er Geld für die Familie und erfindet nebenbei weiter. Das Faltauto gegen den Parkplatzmangel in der Großstadt schafft er in diesem Jahr auf dem Berliner Funkturm. Eine Sensation. In der Hubschrauberwelt verewigt er sich mit einem der ersten Fachbücher. Später wird der Freiburger Erfinder in seiner Werkstatt Fahrräder reparieren.